Hey ho Kartoffeln, ein weiteres Red Dead Redemption 2 Online Video ist heute für euch am Start. Und jetzt, wo das Spiel einigermaßen wieder läuft, ist es an der Zeit, in die Zukunft zu blicken und darüber zu reden, was uns beim Naturkundler noch so alles erwarten wird. Der wird nämlich ziemlich spannend erweitert, das hat uns TestFans2 im GTA Forum schon mitgeteilt und das möchte ich euch natürlich auch nicht vorenthalten. Aber zunächst einmal, was den Naturkundler direkt angeht, da gibt es natürlich noch einige weitere legendäre Tiere. Wir hatten ja schon die Alligatoren sowohl als Free-Roam-Variante als auch eine Unterart jetzt bei Harriet als Sichtungsmission, die dazugekommen ist letzte Woche. Und genau das gleiche wird uns auch bei den Kojoten erwarten und bei den Böcken. Die gibt es jeweils schon im Free-Roam, aber noch nicht als Sichtungsmission. Und diese Mission wird auch nochmal kommen bei Harriet, wahrscheinlich wieder als Dripfeed-Content-Woche. Daneben gibt es aber noch drei Tiere, und zwar die Elche, die Panther und die Bären, die wir weder im Free Roam noch als Sichtungsmission bekommen haben. Und die werden auf jeden Fall auch noch ziemlich viel Spaß bereiten, ne? Denn gerade Bären und Panther sind eigentlich mit die fiesesten Raubtiere in dem Spiel und die könnten uns, glaube ich, vor Probleme stellen, gerade im Free Roam. Also da könnte es noch am ehesten passieren, dass euch ein anderer Spieler das legendäre Tier klaut, wenn er einfach den richtigen Moment abwartet, nachdem ihr zerfleischt wurdet und dann schnell selber den Kampf übergeht. Aber mit so wenigen Spielern in der Lobby, gerade bei diesen Mini-Lobbys momentan, da ist es doch relativ unwahrscheinlich, gleichzeitig einem legendären Tier zu begegnen, sollte also kein Problem darstellen. Und diese Mäntel von diesen Tieren wurden teilweise auch schon geleakt von der Reddit Online Community. Könnt ihr euch gerne mal auf Twitter angucken, ich packe den Link unten rein. Nur mal kurz hier die Mäntel in der Übersicht jeweils. Und da sehen wir auch schon von dem Panther einen besonderen Mantel, der doch sehr an einen Jaguar erinnert. Und diese Tiere wurden auch alle schon als Tierfeldhandbuchfoto geleakt. Und da sehen wir schon, ja, das ist in der Tat das gleiche Bild, das wir damals schon im Newswire gesehen haben. Damals, als das Naturkundler-Update zum ersten Mal angekündigt wurde. Und da hatte ich noch spekuliert, dass es sich um eine neue Tierart handeln könnte mit dem Jaguar. Aber tatsächlich ist es einfach nur eine Unterart des Panthers, die wir im Free Roam oder als Tiersichtungsmission sehen werden. Und wenn dieser Content vorüber ist, dieser Dripfeed mit den legendären Tieren, dann ist es schon fast Ende Oktober und dann erwartet uns natürlich der Halloween-Content mit Halloween Outlaw Pass, mit einigen spannenden Aktivitäten, mit einigen coolen Modi und natürlich auch mit der Möglichkeit, dass der Naturkundler hier erweitert wird mit den Peyote-Pflanzen. Und die werden hier ein bisschen anders heißen. Harriet hat es sich zur Aufgabe gemacht, die selber Harrietum Officinalis zu benennen. Wahrscheinlich nach ihrer Entdeckerin. Harriet hat wahrscheinlich ein paar Pflanzen probiert und dann hat sie gemerkt, oh, die einen sind besonders geeignet, um sich ein bisschen im Tierreich auszutoben. Und ja, die werden dann quasi eine Art Ersatz bieten für die Peyote-Pflanzen, die wir so auch schon aus GTA kennen, sowohl aus dem Story-Modus als auch aus dem Online-Modus. Beim Online-Modus ist natürlich besonders spannend, dass man dann auch als Tier rumgelaufen ist. Das wird hier nicht ganz so frei sein. Das wird etwas eingeschränkter im Reddit-Online-Rahmen sein, was ich ziemlich schade finde. Zunächst einmal wissen wir bereits, dass das Ganze als Broschüren stattfinden wird. Man wird 4 Broschüren erwerben können. Eine davon ist kostenlos, die anderen 3 kosten Gold. Insgesamt für diese 3 Broschüren wird man wohl 30 Gold latzen müssen, also wahrscheinlich pro Broschüre 10 Gold. Und da hat uns TestFans2 noch einige Sachen mit auf den Weg gegeben. Und zwar wird das laut seiner Aussage so laufen, dass wir uns mit dieser Pflanze, mit diesem Harrietum Officinalis und der Broschüre im Gepäck und an bestimmten Orten in diese Tiere verwandeln können, wenn die Essenz dieser Tiere dort besonders stark ist. Das bedeutet allerdings, dass wir uns leider auch nur in 4 verschiedene Tiere verwandeln können und das auch nur in einen bestimmten Rahmen gesetzt wird. Das heißt, man wird nicht unendlich lange als Tier verwandelt sein, sondern nur für eine bestimmte Zeitdauer und auch nur für eine begrenzte Range. Also man hat hier nicht die Möglichkeit, über die komplette Map als Tier zu wandern, sondern man wird wahrscheinlich nur einige Meter weit laufen können, ehe man sich zurückverwandelt. Und jetzt kommt der Kicker. Das Traurige ist wirklich, dass man sich nicht in einen Vogel verwandeln kann, zum Beispiel, und damit über die komplette Map zu fliegen. Fliegen wäre ja wirklich sowas richtig, richtig Geiles und das haben die Modder ja auch schon geschafft. Deswegen wundert es mich, dass hier nur 4 andere Tiere dabei sind, in die wir uns verwandeln können. Und auch das hat TestFans2 rausgefunden, das werden der Hirschbock sein, der Hase, das Wildschwein und das Opossum, in das wir uns verwandeln können. Alles 4 also nur Tiere, die auf Grund und Boden laufen. Weder Fische dabei noch Vögel, aber die sind ja auch nicht im Tierfeldhandbuch enthalten.
Die sollen übrigens aber auch noch kommen, denn sowohl Hinweise auf Fische als auch auf Vögel wurden schon gefunden im Quellcode. Könnte also sein, dass wir mit der nächsten Erweiterung auch die Naturkunde noch erweitern werden. Ich weiß, viele halten das vielleicht für langweilig, aber so eine Erweiterung mit einem Angler mit legendären Fischen fände ich auch nochmal richtig geil. Ich habe wirklich sehr, sehr gerne geangelt und gerade im Online-Modus angeln ist halt so eine Sache, die kaum noch jemand macht, weil es sich nicht wirklich lohnt. Wobei es wirklich keine schlechte Geldverdienungsmethode ist, gerade in der Nähe von einem Schlachtertisch kann man das durchaus mal machen. Aber an sich ist das natürlich völlig unterrepräsentiert, dieses Angeln. Und das könnte natürlich nochmal einen Anreiz bieten, aber es entwickelt sich natürlich schon und das kritisieren einige zu Recht in einen Jagd- und Angelsimulator. Das wollen viele nicht. Erst einmal müsste wirklich der Bandit kommen mit den Heists, mit den wirklich gewünschten Features. Und als nächstes dann könnte man ruhig auch mal eine Angelerweiterung bringen oder auch einfach gerne beides zusammen. Ich nehme gerne noch als Side-Content einen Angler mit, wenn ich auch noch den Banditen gleichzeitig bekomme. Aber das soll auf jeden Fall auch noch eine weitere Erweiterung des Naturkundlers und des Tierkompendiums sein. Aber das war es erstmal im Groben und Ganzen mit dem Überblick, was uns beim Naturkundler alles noch erwarten wird. Erstmal natürlich die legendären Tiere, die schon angekündigt wurden und angefangen wurden. Die ganzen Tiersichtungsmissionen plus die Untervarianten für den Freeroam. Wenn man damit durch ist, wird wahrscheinlich das Ganze mit Harietum officinalis oder wie die Pflanze auch immer heißt, reinkommen. Das heißt der Peyote-Pflanzenersatz. Die Erweiterung dann auch und die Dialoge tatsächlich sind auch schon im Spiel vorhanden, wo Harriet ganz begeistert davon redet, dass sie eine neue Pflanze gefunden hat, mit der man sich näher an das Tierreich begeben kann und selber mal die Faszination davon erleben kann. Wie gesagt, leider nur 4 Tiere für Grund und Boden. Bin mal gespannt, wie weit wirklich diese Range ist, wie weit man damit wirklich rumlaufen kann. Ich meine, als Bär kann man ja durchaus schon mal ein paar andere Spieler angreifen. Bin also gespannt, ob man dann in seine eigene Lobby geportet wird, ob man dann automatisch im defensiven Modus ist oder ob man wirklich auch PvP-mäßig andere Spieler damit angreifen kann. Und ich glaube sogar, das Nordopossum kann sich ja totstellen und dann auch andere Spieler angreifen, wenn man das gerade häuten möchte oder untersuchen möchte, nachdem man das vermeintlich getötet hat, wird also sehr spannend zu sehen sein. Und wenn das alles vorbei ist, bekommen wir vielleicht mit dem Weihnachts- und Winter-DLC nochmal eine kleine Erweiterung vom Naturkundler mit Vögeln und Fischen, die wir ebenfalls untersuchen können. Aber da steht noch in den Sternen, hoffen wir auf jeden Fall, dass der Bandit als nächstes kommt oder vielleicht der Sheriff als Nebenrolle. Ich verabschiede mich auf jeden Fall an der Stelle erst einmal mit einem Shoutout an meine Kartoffelritter, die mich finanziell mit einer Kanalmitgliedschaft unterstützen. Vor allem an The Prophet, Chris, The Joker, René, Markus, Matze, Robin, Ralf, Kevin, Big Chris TV, Lil Assassin, Kuruka, Blackout, Dragon TV, Tamara, der Lukas, Days und Christian. Vielen Dank an euch, ich verabschiede mich an der Stelle. Haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Cut und ciao. Boom, ba-ba-dam, boom. Ba-ba-dum-bum, United Potatoes, United Potatoes, 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 United Potatoes.